Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Rennen hier aus der F1 Racing League. Ihr wisst ja, wenn ihr meine wunderbare Stimme hört, dann ist es mal wieder soweit für ein bisschen Ren-Action. Oh, Ren-Action. Was für Ren-Action? Bin ich hier jetzt? Ach, egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. Jetzt geht's wieder richtig ab hier in Spa-Francorchamps. Wirklich eine sehr schöne Strecke mit einer sehr schönen Kulisse mit diesen ganzen Bäumen und tralala hier und da. Kennt man ja schon mit der Zeit, wurden schon einige Rennen drauf gefahren und ja, ist auf jeden Fall auch eine Traditionsrennstrecke. Und ja, das Qualifying war auf jeden Fall sehr, sehr überraschend, das kann ich euch schon mal sagen. Wir sind jetzt hier auf der letzten Qualifying-Runde, die ich hier setzen werde. Im Moment sieht es so aus, dass Monkey Faceplace die Pole Position hat, aber ich glaube, die Runde, die war gar nicht so gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was er da gefahren ist. Auf jeden Fall hat er mit dieser Runde keinen vom Hocker gehauen. Wir sind hier auf den harten Reifen unterwegs, wie ihr das gerade sehen könnt. Die weißen Reifen sind die härtere Mischung von den beiden. Die gelbe Mischung ist die weiche Mischung. Und ich habe mir nämlich gedacht, ja, jetzt hier in Spa-Francorchamps, da ist es gar nicht so schlecht, mit den harten Reifen zu starten. Denn dann hat man hinten raus eine bessere Strategie im Rennen, war meine Ansicht. Es ist kein anderer auf hart gestartet. Also ist es fraglich, ob diese Ansicht auch korrekt ist. Ich bin auf jeden Fall hier auf den Harten gefahren und habe mich auch mit den Harten qualifiziert. Und das hier ist die schnellste Runde, die ich hier mit den Harten hingeklatscht habe. Sind jetzt hier gerade schon durch den zweiten Sektor gefahren, beziehungsweise sind am Ende des zweiten Sektors. Und die Zeit, die sieht ganz gut aus. Wir haben eine 47er Zeit im zweiten Sektor. Das ist wirklich gar nicht so schlecht mit den harten Reifen vor allem. Manche Leute, die kriegen das mit den weichen Reifen noch nicht mal hin. Aber jetzt sind wir im letzten Sektor. Wenn hier jetzt alles sitzt, dann sieht das nach einer recht, recht guten Runde aus. Hier mit den harten Reifen. Meine persönliche Bestzeit auf hart war bisher eine 46,7. Und wo bleibt die Uhr jetzt stehen mit den harten Reifen? Wir schauen, wo die Uhr stehen bleibt. Und es ist eine 1,46,2. Und das reicht vorerst für die Pole Position. Unglaublich. Eine richtig gute Runde auf den harten Reifen, muss ich zugeben. Die war wirklich astrein. Keine Fehler erlaubt, wirklich sehr sauber. Und ja, ihr seht das hier, Monkey Faceplate auf der 2, Raikön auf der 3, Bonus auf der 4, Marco. Wir sehen, die letzten paar Runden sind angebrochen. Wird der Marco sich hier jetzt nochmal verbessern? Nein, wird er nicht. Er dreht sich hier in der letzten Kurve fast weg. Und das bedeutet keine Verbesserung. Er bricht die Runde ab. Wird noch einer eine schnelle Runde fahren? Das ist die Frage. Und nein, es hat sich keiner mehr verbessert. Unglaublich, wir haben mit harten Reifen die Pole Position geholt. Ich muss zugeben, da habe ich mich wirklich ein bisschen geschämt sogar. Denn da habe ich wirklich absolut nicht mit gerechnet. Mit hart die Pole holen und alle anderen mit weich, das ist schon nicht übel. Der große Preis von Spa-Francorchamps beginnt in einigen Sekunden und es geht los. Wir starten auf den harten Reifen. Monkey Faceplace auf den weichen Reifen hat logischerweise einen besseren Start. Wir sehen das hier nochmal aus der Sicht von Monkey Faceplace. Kommt da wirklich viel, viel besser weg, aber das ist ja klar, wenn man hart gegen weich am Start vergleicht, da hat man mit dem harten einfach das Nachsehen. Und wir sehen, Monkey Faceplace ist außen. Es wird jetzt hier auf ein Sprintduell auf dieser Geraden durch die Urush hinauslaufen. Wird es da zur Kollision kommen? Monkey Faceplace lässt da aber ordentlich gut Platz und wir liften da auch kurz das Gas. Sonst wäre das ein bisschen zu eng gewesen. Aber das hat dazu geführt, dass der Raikön 2012, der natürlich mit Vollgas da durch diese Kurve gefahren ist, uns ganz easy kassieren konnte. Schauen wir uns die ganze Sache hier nochmal aus der Sicht vom Dangerman 74 an, der von Platz 10 ins Rennen gegangen ist, hat im Qualifying aus Versehen auf Aufgeben gedrückt, meine ich mich erinnern zu haben. Und ja, das hat ihn dann natürlich sehr weit nach hinten geworfen, logischerweise. Auch ein richtig knappes Duell hier auf der ersten langen Geraden mit dem Banana-Style, der da recht früh bremst und der Dangerman berührt ihn da hinten und fährt ihm rein. Und der Banana-Style kommt zurück auf die Strecke und trifft Dangerman da, sodass dieser sich dreht. Und ja, das ist auch wirklich wieder eine richtig, ja, traurige Aktion. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Schauen wir uns mal an, was der Monkey Faceplace hier so fabriziert. Ist momentan auf P1 und wir sehen, Raikön 2012 verhakt sich da hinten links am Reifen von Monkey Faceplace und dreht ihn da weg. Ach du meine Güte, was für ein turbulenter Start hier beim großen Preis von Spa-Francorchamps. Schauen wir uns die ganze Sache hier nochmal in der Ultra-Slow-Mo an. Ja, und wir sehen, Monkey Faceplace lenkt ein, Raikön 2012 ist da außen, ist eigentlich nicht auf gleicher Höhe, das sieht man eindeutig, Monkey Faceplace ist vorne und Raikön lenkt ein, trifft Monkey Faceplace hinten links am Reifen und das führt dann letztendlich auch zu dieser, ja, zu diesem Abflug beider Fahrer. Da sieht man es nochmal aus meiner Sicht, also meiner Meinung nach muss man da
die Schuld bei Raikön sehen. Wir haben es aus zwei Kameraperspektiven gesehen und da sind die Beweise doch recht eindeutig. Ja, kommen wir mal wieder zurück zum Renngeschehen. Wir sehen, Raikön 2012 ist auf der 2. Wie kann das eigentlich sein? Ist der nicht gerade abgeflogen? Ah, nee, ich hab mir nochmal den Part von Monkey Facebase angeguckt. Der Raikön 2012 ist da einfach weitergefahren und hat da gar nicht Schaden davon getragen, den Ferrari im Rückspiegel. Das war dann noch der Banana-Style, den der Monkey Facebase da gesehen hat. Und wir sehen, wir werden hier richtig weit nach hinten durchgereicht, wirklich katastrophal diese erste Runde hier auf den harten Reifen, also dass man da wirklich so viel an Boden verliert, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Und ja, mal ebenso von Platz 1 auf Platz 4, Schilling auf der 5, der wird uns jetzt hier gleich auch nochmal richtig, ja, attackieren und das wird auf jeden Fall nochmal richtig heikel hier, denn ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir uns jetzt hier easy, oder was heißt easy, vielleicht verlieren wir die eine oder andere Position am Start und dass wir uns dann absetzen können, spätestens nach der dritten Runde, denn da fangen die weichen Reifen doch schon an, deutlich abzubauen und da hat man mit den harten Reifen doch schon eigentlich einen Grip-Vorteil. Und ja, dem war einfach mal nicht so. Wir sind jetzt hier direkt auf P4 von 9. Eine Runde vorher noch auf P1. So schnell kann das gehen, wenn man hier mit komischen Strategien hantiert. Vielleicht können wir jetzt hier aber auch einen Angriff starten auf den Marco im McLaren, der hier auf der Geraden sich versucht zu verteidigen. Aber das reicht nicht. Wir haben da nicht genug Topspeed. Kommen da auch schon in den Begrenzer bei 350 km/h. Und wir sehen Raikön 2012 und Bonus 955. Der Bonus 955 war in der Zwischenzeit auf P1 durch diese ganzen Kollisionen. Und Raikön 2012 und Bonus wieder in eine Kollision verwickelt. Unfassbar. Ja, da habe ich leider jetzt keinen Videobeweis, weil keiner der beiden Fahrer leider aufnimmt. Ja, auf jeden Fall eine Kollision. Das führt dazu, dass wir jetzt wieder auf P1 sind. Sehr unverdient eigentlich, denn die beiden waren eigentlich schon so, was weiß ich, 3-4 Sekunden weg. Und ja, ich meine, ich freue mich darüber. Was soll ich anderes dazu sagen? Und wir sehen, wir kommen hier ein bisschen zu weit raus, ein Ticken zu spät gelenkt. Und dann kommen wir da auf den Kies und werden da erstmal ordentlich ausgebremst. Und dann werden wir direkt wieder kassiert vom Bonus 955 und vom Schilling 02, die sich natürlich ein Loch in den Bauch freuen, weil die haben natürlich keinen Bock, Zeit zu verlieren hinter so einem Typ mit harten Reifen, denn vor allem hier in den ersten 2-3 Runden sind die Weichreifen doch in der Theorie noch schneller, wenn man wirklich eine saubere Runde hinlegt. Und wir sehen, wir haben den Schilling hier unfairerweise überholt und müssen ihn dann nochmal kurz passieren lassen. Das ist passiert, weil wir da die Kollision vermeiden wollten in der Bus-Stop-Chicane. Wenn man da einfach nebeneinander durchfährt, da kann es schnell mal passieren, dass man sich berührt. Und da habe ich dann mich dazu entschieden, einfach die Abkürzung leicht zu nehmen. Aber das ist ja kein Problem, solange man den Hinterherfahrenden dann wieder vorbeilässt. Ja, wir können jetzt schauen, dass wir hier am Schilling vorbeikommen, denn wir sind in Runde 3. Es ist das DRS freigeschaltet. Wir sind im Fettgemisch, da ins Standardgemisch, aber wir kommen einfach nicht ran an den Schilling 02, der hier, ja, das sieht wirklich so aus, als ob der hier einen minus 10, minus 20 Flügel fährt, denn man kommt auf der Geraden einfach nicht ran, nicht vorbei. Und ja, das ist einfach ätzend. Aber wir sehen, hier in den Kurven sind wir doch schon ein Ticken besser unterwegs als Schilling, komischerweise, denn der ist ja immer noch auf den weichen Reifen. Wir springen nochmal zum Monkey Faceplace, der hier sich von P6 wieder rankämpfen muss an diese beiden Kampfhähne, Crunkster und Marco. Oioioi, das war ganz, ganz eng. Hätte der Monkey Faceplace da wirklich Millimeter, ja, wäre da wirklich Millimeter früher gewesen, hätte er den eigenen Teamkollegen da abgeräumt. Das war wirklich haarscharf und ja, da würde ich mal sagen, Glück gehabt. Wir sehen, Schilling und Bonus sind da wirklich richtig gut am Kämpfen und wir sehen hier nochmal aus der Sicht von Monkey Facebase, haben wir gerade nochmal diese Rauchwolke links gesehen, das war das Laggen von Raikön 2012, also wir sehen, Monkey Facebase erzählt wirklich keinen Blödsinn, Raikön 2012, der scheint wirklich richtig krass zu laggen bei Monkey und ja, wer weiß, vielleicht hängt das wirklich mit diesen Kollisionen zusammen, ich kann dazu nichts sagen, schauen wir uns das Renngeschehen weiter an.
jetzt schon in Runde 3 in der Bus-Stop-Chicane. Es ist wirklich richtig knapp und Schilling geht jetzt schon an die Box. In Runde 3 von 22 geht Schilling an die Box mit den weichen Reifen. Macht wirklich einen richtig krassen Undercut. Also normalerweise wäre der standardisierte Undercut so, ja okay, was heißt Undercut? Ich meine, man kann in Runde 4 an die Box gehen, man kann aber auch in Runde 5 an die Box gehen. Ich sag mal, normaler Undercut wäre Runde 4 gewesen, Schilling geht in Runde 3 an die Box. Das ist wirklich schon arg früh. Aber wer weiß, vielleicht wird sich das noch als, ja, Geniestreich herausstellen, denn wir sehen, der Bonus 955, der kommt hier gar nicht mehr klar mit den weichen Reifen. Der ist ja eine Runde länger draußen geblieben. Und ja, vielleicht hat der Schilling da wirklich eine richtig gute Idee gehabt, um hier langfristig über das Rennen gesehen doch noch eine sehr gute Position abzugreifen. Wir sind in Runde 5 beim Danger Man, der sich inzwischen auch schon wieder vorgearbeitet hat, musste nach seinem, ja, nach seinem Crash an die Box kommen, weil der Frontflügel beschädigt war. Und wir sehen Captain Killer 107. Ja, der wird einfach mühelos überholt, denn Captain Killer 107 ist sein eigener größter Rivale und ja, fährt einfach mal in die Wand rein, so sah das für mich jetzt gerade irgendwie aus. Und ja, das bedeutet Danger Man auf dem Vormarsch. Wir sind in Runde 5 an die Box gekommen, nicht wundern, oben rechts steht jetzt Runde 6, das war, weil die Boxengasse die Start- und Ziellinie überquert. Und wir sehen, wir sind auf die Weichen gegangen und Schilling 02, ich wollte schon sagen Schilling 07, Schilling 02, sorry. Schilling 02 ist wirklich richtig weit vorne, also dieser Undercut, der hat wirklich richtig Zeit gebracht, also das war gar nicht so schlecht, muss man dem Schilling lassen, der hat hier wirklich eine recht gute Strategie sich einfallen lassen und der ist jetzt gerade mal irgendwie, was weiß ich, 4-5 Sekunden vor mir und das ist gar nicht so schlecht. Sind wir hier nochmal beim Kampf um P3 zwischen Monkey Faceplace und Bonus 955. Beide schon an der Box gewesen, logischerweise. Und wir sehen, Monkey Faceplace hat hier die, ja, die besseren Nerven gehabt. Überholt Bonus hier an dieser, ja, am Ende des ersten Sektors in dieser Kurvenkombination. Und ja, da springen wir nochmal zurück zu uns. Wir sind jetzt hier in Runde 7 von 22 hinter Schilling 02. Und wir sehen, in den letzten 1-2 Runden haben wir doch schon deutlich aufgeholt auf den Schilling. Da sieht man dann auch, dass wir ja, auf den weichen Reifen doch eine recht gute Pace haben hier im Rennen. Und ja, aber wie ich eben schon gesagt habe, die Strategie vom Schilling, die war wirklich recht ja, überraschend und die hat sich auch am Anfang des Rennens zumindest ausgezahlt. Wir sehen jetzt aber, Schilling 02 hat richtig Probleme. Logischerweise, die Reifen sind jetzt schon wieder fast im Arsch. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell am Schilling vorbeikommen, denn unsere Reifen sind noch halbwegs okay und wir müssen hier ja, unsere Reifen in Zeit auf der Strecke ummünzen. Und wir machen das auch schon hier in der allerersten Kurve von Runde 8. Überholen den Schilling da außen. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles Überholmanöver, finde ich persönlich. Man kann nur hoffen, dass der Schilling jetzt hier nicht mit dem DRS zum Konter ansetzt. Denn dann wäre dieses Überholmanöver für die Katz gewesen. Und wir sehen, Schilling saugt sich ran im Windschatten mit DRS. Aber wir fahren auf der Kampflinie. Schilling jetzt auf der Ideallinie. Bremsen da in die Kurve rein, ganz steil. Und ja, können somit dann noch ganz knapp vor Schilling bleiben, aber jetzt hier einen schlechten Winkel für diese Rechtskurve gab und Schilling ist direkt dran und zieht rechts rüber und wir bremsen recht spät, damit Schilling da innen Platz hat und es ist Rad an Rad durch diese Rechtskurve und jetzt kommt eine Linkskurve, da müssten wir eigentlich wieder den Vorteil haben, fahren da ein bisschen über das Gras, weil wir denken, Schilling ist rechts neben uns, aber war er nicht, Schilling hat da ein bisschen gebremst, aber dann ist es nur, ja, fair, dass Schilling da wieder die Nase vorne hat, aber bremst da oder lenkt da ein bisschen zu spät ein, kommt da zu weit raus und das ist dann unsere endgültige Chance, an Schilling vorbeizuziehen hier in der Anfangsphase dieses Rennens. Wirklich eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr intensives Duell war das. Auch sehr coole Szenen, muss ich sagen. Das war wirklich, ja, Herzschlag pur in diesem Moment und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Sind inzwischen schon fast bei der Halbzeit angekommen, Runde 9 von 22, momentan auf P1, Monkey Faceplace auf P2, Bonus 955 auf der 3 und wir sehen, der Abstand zum Monkey Faceplace ist wirklich sehr gering. Springen wir nochmal zur Sicht vom Danger Man, der jetzt sich inzwischen schon auf P5 vorgearbeitet hat und hat gerade den Krungster 83 hier nach seinem Boxenstopp überholen können.
Wir sind auch jetzt in Runde 11 von 22. Jetzt haben wir 50% absolviert. Wir sehen, Monkey Faceplace war in der Zwischenzeit an der Box, hat sich nochmal die weiche Mischung geholt. Und ja, hier sehen wir, wie er aus der Boxengasse rausfährt. Und Schilling ist wieder derjenige, der ihn da, ja, der ihm da ein bisschen in die Suppe spuckt. Denn Schilling kommt vor Monkey Faceplace raus. Das wird ihm wahrscheinlich nicht sehr gefallen haben, denn ja, Schilling auf alten Reifen hält Monkey Faceplace logischerweise auf frischen Reifen auf. Und ja, in eine Runde später kommen wir an die Box und wir sehen, es ist hier in Zeitlupe. Das war einer der, ja, großen Fehler, die ich hier in diesem Rennen gemacht habe. Und zwar bin ich zweimal auf die Harten gegangen. Ich bin ja mit Hart gestartet. Oh ja, ja, und hier fast nochmal das Auto verloren. Ich bin noch auf Hart gestartet, dann auf Weich und dann wieder auf Hart. So dass ich dann am Ende nochmal auf Weich gehen kann. Aber der Rest des Feldes, vor allem Monkey Faceplace, der war dreimal auf Weich und einmal auf Hart und wir halt zweimal auf Hart, zweimal auf Weich. Und ja, das war im Nachhinein doch ein, ja, gravierender Fehler, würde ich mal sagen. Ja, wie das am Ende ausgeht, das werdet ihr gleich sehen. Monkey Faceplace ist immer noch hinter Schilling auf der 4 und ja, tut sich wirklich auch richtig schwierig, da vorbeizukommen. Man sieht das, Schilling ist wirklich hier recht gut unterwegs. Hier beim großen Preis von Spa-Francorchamps. Boah, das war ganz, ganz eng. Da wäre das Rennen von Monkey Faceplace fast vorbei gewesen. Denn da ist der Schilling wirklich verdächtig langsam gewesen an der einen Stelle und da wollte der Monkey Faceplace ausweichen und ja, hat er fast das Auto verloren. Glück gehabt, dass das nochmal gut gegangen ist. Ja, auf jeden Fall Herzstillstand in dem Moment für Monkey Faceplace, würde ich mal so vermuten. Und ja, auch hier außen versucht Monkey Faceplace ist, aber schafft es nicht so grazil oder doch so grazil wie wir. Oh ja, er kommt vorbei und zwar genauso wie wir, ein bisschen später, weil Schilling da querstand beim Ausgang dieser ersten Kurve. Und ja, jetzt hängt es eigentlich nur noch daran, ob Schilling da nochmal zum Konter ansetzen kann oder nicht. Aber es sieht so aus, als ob Schilling da nicht mehr zum Konter ansetzen konnte. Und wer ist denn da? Der Bonus 955. Er hat das Auto zerstört. Ach du meine Güte, ein Bonus 955, ein wirklich sehr, ja, ernstzunehmender Rivale auch wieder in diesem Rennen, hat zur Halbzeit circa des Rennens das Auto zerstört. Und das haben wir in der Slow-Mo nochmal gesehen. Er hat das Auto in der Eau Rouge zerlegt. Und ja, das ist sehr schade für ihn, denn er war hier wirklich auch auf einem sehr guten Weg, relativ viele Punkte hier aus diesem Rennen mitzunehmen. Wir sehen, der Dangerman fährt an die Boxengasse und das war jetzt nicht so gerade die beste, ja, Art und Weise, wie man in diese Boxengasse reinfahren sollte, aber es hat noch gereicht. Und ja, ich denke auch mal, für den Dangerman wird es hier nur noch darum gehen, entweder Platz 4 oder Platz 5 zu erobern. Denn diese Kollision am Anfang, die hat ihm doch schon ordentlich an Boden geraubt. Wir sind inzwischen in Runde 18 von 22. Monkey Faceplace war in der Zwischenzeit schon an der Box, ist jetzt auf dem letzten Stint auf den harten Reifen und jetzt passiert etwas, was wirklich richtig, ja, kurios ist. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Das ist die, ja, unsichtbare Wand. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Schauen wir uns diese ganze Sache nochmal in der Slow-Mo an. Ja, wir fahren eigentlich ganz normal durch diese Kurve und dann hier an dieser Stelle auf einmal, bam, von 160 km/h auf 0. Und das hat richtig Zeit gekostet, um genau zu sein, 5 Sekunden circa. Wir sehen oben links, der Abstand zum Monkey Faceplace hat sich um 5 Sekunden verringert. Und ja, das war natürlich eine richtig, ja, eine richtig beschissene Sache. Ja, das hat mich natürlich zu Tode geärgert, denn ich sag mal, wäre diese, ja, diese unsichtbare Wand nicht gewesen, dann wäre der Monkey Faceplace jetzt hier nicht vorne. Und ja, wir sehen, Monkey Faceplace hat uns nach dem Boxenstopp überholt, ist jetzt so, ich schätze mal, 2 Sekunden vor uns. Und jetzt heißt es, die letzten 3 Runden pushen bis zum geht nicht mehr. Denn wir müssen jetzt schauen, dass wir hier mit den weichen Reifen in den letzten paar Runden nochmal richtig Druck machen auf den Monkey Faceplace, der jetzt hier auf den harten Reifen unterwegs ist. Hier in Runde 19 von 22 springen wir noch zum Monkey Faceplace und wir sehen, ja, das ist nochmal die Wiederholung, wie wir da aus der Boxengasse gekommen sind und wie Monkey Faceplace da vorbeizieht. Und ja, das war auf jeden Fall auch mit einer der Turning Points in diesem Rennen. Wir sind in Runde 20 von 22, es sind noch 2 Runden zu fahren oder besser gesagt 1,5 Runden zu fahren, denn wir sind jetzt hier schon im Mittelsektor.
Und wir sehen, wir haben richtig aufgeholt auf dem Monkey Face, bis der Abstand jetzt so schätzungsweise bei einer Sekunde und hier nochmal quer gestanden. Wir sind hier wirklich absolut am Limit mit den weichen Reifen. Versuchen hier nochmal alles rauszuholen, um hier nochmal zum Angriff ansetzen zu können. Und ja, wir fahren hier wirklich mit dem Messer zwischen den Zehen. Und ja, uns gehen so langsam aber die Runden flöten, denn wir haben jetzt nur noch anderthalb Runden zu fahren, sind in Runde 21 von 22 und wir sehen hier in der Kurve, in den Kurvenkombinationen sind die harten Reifen natürlich deutlich langsamer und wir sehen, wir kommen da richtig gut ran. Vielleicht reicht das hier jetzt nochmal auf den letzten paar Metern, in den letzten paar Runden den Monkey Face bis hier zu attackieren. Es wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Duell. Wir sehen, die Reifen vom Monkey Faceplate sind jetzt auch schon ordentlich am Abbauen. Sie sind im gelben Bereich. Unsere Reifen sind noch recht frisch. Wir sind ja vor zwei Runden erst an die Box gekommen. Und jetzt sind wir hier nochmal in einer Kurvenkombination. Und wir kommen wirklich richtig nah ran an den Monkey Faceplate und da kommt es fast zur Kollision. Da muss ich richtig in die Eisen gehen. Und da verpasse ich ein bisschen den Einlenkpunkt. Und da ist der Monkey Faceplate auch schon wieder eine Sekunde oder so weg, weil er da einfach, ich weiß auch nicht, wir kommen auf der Geraden einfach nicht ran, ihr seht es, hier auf dieser Geraden, wo man meinen müsste, ja, man wäre gleich schnell, wir kommen einfach nicht näher, Monkey Faceplate zieht weg, also quasi das Gegenteil von dem passiert, was ich hier vermutet habe oder was ich prognostiziert habe und wir sehen aber, Monkey Faceplate ist richtig am Schwimmen hier mit den harten Reifen, er spürt natürlich auch, dass der Druck immens ist jetzt in dieser Phase des Rennens. Ja, wir sehen die ganze Sache hier nochmal aus der Sicht von mir. Haben jetzt nochmal DRS und wir sind in der allerletzten Runde, in der 22. von 22 Runden. Es geht hier wirklich wieder um alles. Es geht hier um den Rennsieg. Es geht hier um den Rennsieg vom großen Preis von Spa-Francorchamps. Es ist die letzte Runde dieses großen Preises von Spa-Francorchamps. Wer wird hier den Sieg davon tragen? Wird es Monkey Faceplate oder Arctic Avenger 2 sein? Das ist hier die große Frage. Wir sind jetzt hier nochmal im Fettgemisch und wir sehen, Monkey Faceplate zieht weg, obwohl wir hier im Windschatten sind. Was ist das denn? Jetzt haben wir nochmal die Chance mit DRS hier zu attackieren. Wir kommen aber nicht näher ran, nur minimal. Reicht das hier für das Überholmanöver? Nein, es reicht nicht. Man muss früher bremsen, ansonsten sticht man da auf unfairer Weise rein und das wäre nicht gut gewesen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir an der anderen Stelle der letzten Runde hier nochmal einen Angriff starten können. Die Chancen, die rinnen uns von den Fingern. Es wird richtig schwierig sein, hier nochmal einen Angriff zu starten, denn die beste Möglichkeit hier im allerersten Sektor mit dem DS zu attackieren, die ist jetzt schon vorbei. Aber wir haben jetzt hier gleich nochmal ein paar Kurvenkombinationen. Vielleicht können wir da den besseren Grip oder vermeintlich besseren Grip der weicheren Reifen nochmal ausnutzen und können den Monkey Face bis hier attackieren. Wir haben gesehen, die Reifen sind jetzt inzwischen auch schon gelb. Oh, jojo, das ist ein bisschen nochmal richtig spannend hier auf den letzten paar Metern. Und wir kommen hier ein bisschen zu weit raus, kommen hier nochmal auf den Kies. Und das hat nochmal ein bisschen Zeit gekostet. Monkey Face bis auch mit dem Messer zwischen den Zehen. Fährt hier nochmal halb übers Gras und wirbelt da den Staub in unsere Fresse. Jetzt haben wir noch eine lange Chance hier auf dieser Geraden uns nochmal ranzusaugen mit dem Fettgemisch im Windschatten. Aber wir sehen, wir kommen zum Verrecken nicht näher an den Monkey Faceplate. Der scheint auch minus 50, minus 100 Flügel zu haben. Genauso wie der Schilling. Wir kommen einfach nicht ran. Es ist die letzte Kurve, die Bus-Stop-Chicane. Macht Monkey Faceplate hier nochmal einen Fehler. Nein, er wird hier nichts mehr anbrennen lassen. Es ist der Rennsieg für Monkey Faceplate. Diese 10 Punkte hat Monkey Faceplate sich jetzt hier erkämpft und ja, da muss man ihm auch gratulieren für dieses Rennen. Ist natürlich blöd gelaufen wegen dieser ja unsichtbaren Wand, aber ich meine, am Anfang wurde er auch abgeschossen, also wer weiß, vielleicht ist es ausgleichende Gerechtigkeit, man muss sich selbst ein Bild davon machen. Hier ist das Rennergebnis, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst bitte wie immer einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen. Macht's gut und bis dann, ciao!